Die meisten schauen sich ja wirklich nur die Innenstadt von Triest an und wissen gar nicht, dass es eigentlich ziemlich hügelig ist. Also für mich ein bisschen das San Francisco hier von Italien. Und ich schaue mir heute was ganz Besonderes am Abend nochmal an. Ein Viertel, wo ein besonderes Gebäude steht, das Rozzol Melar. Schaut euch mal das an. Von vorne sieht man jetzt vielleicht nicht so viel. Nur so ein kleines Stück hier von dem Betonmonster. Wir werden jetzt mal reingehen und ein bisschen das anschauen. Man kann es auf jeden Fall nicht mit Stolypinovo oder so vergleichen, weil es ist nicht gefährlich. Es ist in so einem normalen Viertel. Also es laufen hier normale Leute rum, man muss überhaupt nicht Angst haben. Und deswegen muss man sich hier gar nicht fürchten, hierher zu kommen. Vielleicht 15 Minuten mit dem Auto von der Innenstadt entfernt. Es werden bestimmt irgendwie noch öffentliche Verkehrsmittel hierher fahren. Schaut mal, wie ein bisschen strange es von hier ausschaut. Mit dieser Brücke hier, ob ihr der tragen könnt. Und ich weiß nicht, was das hier für eine Architektur ist. Diese Seitenwände schon irgendwie raus. Und da oben sind sogar Fenster, aber wozu es diese Figur hat, keine Ahnung. Schaut ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, also ich kann nicht sagen, was das für einen Zweck haben soll. Ich könnte eigentlich auf meinem Channel so ein Gewinnspiel machen, würde ich vielleicht sogar mein privates Geld dafür setzen, wenn ihr sagen könntet, wie viel Kubikmeter oder Tonnen Beton hier verbaut worden sind. Ohne zu schauen natürlich, ja. Also was glaubt ihr, wie viel Beton hier verbaut wurde? Da hinten geht es natürlich noch weiter, ja. Das sieht man jetzt nicht. Und wow. Also wirklich trist. Da hinten wollte man mit den gelben Fenstern vielleicht noch ein bisschen Farbe reinbringen. Aber das hat ja auch nicht so einen großen Effekt. Aber schaut mal, die haben sogar hier eine Tiefgarage. Und so schlimm schaut es hier echt nicht aus. Eigentlich ziemlich sauber. Ich glaube, einen Spielplatz habe ich gesehen, gibt es hier auch noch irgendwo. Und ja, also hier wollte man wahrscheinlich einfach nur schnell Wohnraum schaffen. Und das ist gar nicht das Italien, was man sich vorstellt. Also ich denke kaum, dass hier Touristen herkommen. Und da oben auch so ein eigenartiger Tunnel, der irgendwie da reinführt. Wozu der da ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich verbindet der die Gebäude oberirdisch. Vielleicht gehen wir mal schnell rein. Da kann man reingehen in das Treppenhaus. Und dann können wir einen Blick erhaschen, wie es von drinnen ausschaut. Und so schaut es hier nochmal aus. Wirklich trist. Der typische Brutalismus, den man kennt. Grau, kleine Fenster, geschlagene Fenster, Graffiti an den Fenstern. Aber wenn man sich hier anschaut, eigentlich normale Autos. Also schaut jetzt nicht arm aus oder so, ja. Um Gottes Willen. Okay, was halt hier schon gruselig ist, ich dachte, hier wären Wohnungen. Ich bin hier irgendwie reingegangen, aber es ist nur so ein leerer Gang. Kein Mensch hier. Und ich werde jetzt mal in diesen Tunnel gehen, den ich euch gerade gezeigt habe. Und geht man hier rein. Und man kann hier ohne Probleme reingehen. Also es ist nicht so ein Treppenhaus mit so einer Klingel. So, hier sehen wir nicht Juri Gagarin. Ich glaube nicht, dass es Juri Gagarin ist. Aber coole Graffiti. Schaut mal her. Ja.
Boah, der Ort ist schon ein bisschen unheimlich, muss ich gestehen. Es ist so ein richtig großer Raum hier. Schaut mal, diese großen Gänge und überall Graffiti. Also umso später es wird, umso mehr Angst hätte ich, was sich die Architekten hier gedacht haben. Haben die gedacht, die Kinder kommen hier in die Mitte zum Spielen, anstatt rauszukommen, dann mit den Scheiben hier oben, ja, gar kein Sonnenlicht, sondern ein bisschen an Sonnenlicht. Anstatt dass sie draußen spielen oder dass man da was baut, schaut fast so aus, als wäre er vielleicht verstorben, ja. Kann sein, dass er vielleicht verstorben ist, Ricardo. Dass es eine Erinnerung ist. Ich weiß es nicht. Und das ist hier so groß, ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Da hinten ist jemand, da habe ich ein bisschen Angst hinzugehen, muss ich ehrlich gestehen. Also das ist ein bisschen komisch, warum sie drinnen diese riesen Gänge gemacht haben und diesen riesen Platz in der Mitte. Also es ist echt ein bisschen gespenstische Stimmung hier. Ich werde jetzt hier nochmal den Gang laufen und schauen, was es da noch gibt. Oh. Aber Angst muss man nicht haben. Also wenn man hier am Tag kommt, dann muss man definitiv keine Angst haben. Hier gibt es noch so einen kleinen Garten. Also mitten im Tristan gibt es noch so einen Garten, den wir uns kurz anschauen. Schauen wir uns den noch mal kurz an. Schaut mal her. Jetzt wieder im Licht. Das einzige Grüne hier, wo man rumlaufen kann. Da waren jetzt noch ein paar Leute, aber die will ich nicht stören. Die genießen gerade ihr Feierabendbier oder was. Und so schaut es hier aus. Ein bisschen grün hier im Tristan. Also das hier ist so groß, dass das eigentlich eine eigene Stadt schon mittlerweile sein könnte. Interessant, wie viele hier wohnen. Und die Mieten werden wahrscheinlich günstig sein. Deswegen werden hier die Leute wohnen. Geschäfte gibt es hier auch, zum Beispiel eine Apotheke. Also scheint es nicht so gefährlich zu sein, wenn hier auch Geschäfte offen haben. Ich denke nicht, wenn hier Kriminelle wären oder so, dass es noch offen hätte. Puh, da führt noch so ein Tunnel runter, aber ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob ich da runtergehen will. Also alles, was irgendwie in solchen Gebäuden runterführt, da habe ich ein bisschen Angst und weiß ich nicht, ob man da runtergehen sollte. Okay, es ist nur eine Unterführung. Es ist nur eine Unterführung, wahrscheinlich in den anderen Komplex. Das ist eigentlich ein anderes Thema, was eigentlich gar nicht hier dazugehört. Aber Migration ist ja hier auch ein großes Problem in Italien. Wobei man das jetzt hier in dem Gebäudekomplex hier nicht so merkt. Aber schaut euch mal die Innenstädte von Italien an. Also es ändert sich schon extrem was. Ich denke, mehr sogar als bei uns. Aber wie gesagt, es ist ein anderes Thema, was man hier gar nicht so merkt und was hier eigentlich jetzt gar keine Rolle so spielt. Jetzt muss ich nochmal den Weg finden, wie ich hier reingekommen bin. Ich glaube, das war der Weg. Sogar hier mit grün, dass man da durchgehen kann. Was vielleicht ein bisschen blöd ist, dass es keine Aufzüge gibt. Also für ältere Menschen oder für Mütter mit Kinderwegen könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden. Vielleicht gibt es aber auch Aufzüge, die ich so nicht gesehen habe. Aber der Komplex ist ja riesig. Also kann echt leicht sein, dass ich die übersehen habe. So, und wo gehen wir jetzt raus hier? Puh, also echt riesiger Komplex hier drinnen. Irgendwo habe ich jetzt noch Spielplätze gesehen. Irgendwo habe ich auch so einen brutalistischen Spielplatz gesehen. Aus Beton. Aber den finde ich jetzt nicht, beziehungsweise sehe ich ihn nicht. Und das war es jetzt hier von unserer kleinen Tour hier in Rozzo Melara. Wie gesagt, ich habe leider nicht so viel Zeit. Ich muss zurück nach Udine. Aber ich hoffe, ich konnte euch das Gebäude hier zeigen, weil ich glaube nicht, dass es viele Videos gibt. Und ich glaube, dass es ein ziemlich unbekanntes Bauwerk ist, weil man es von Triest aus, von der Altstadt gar nicht sieht.
Man kann bestimmt auch mit den Öffentlichen hierher fahren. Und wer ein paar Tage in Triest ist, kann sich's mal anschauen. Also ich finde schon interessant. Wer halt den Brutalismus mag, für den wird das auf jeden Fall was sein. Das war's jetzt hier von der Rozzol Melara und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.